Fest und Ehrengäste, liebe Schützen aus allen Landesteilen Tirols, liebe Kameraden und Freunde aus Südtirol. Selten hat mich eine Predigt so berührt wie heute. Mit klarer und fester Stimme ist uns ins Gewissen gesprochen worden, dass wir mutig sein müssen. Dass wir mutig sein müssen, weil sonst unsere Zukunft nicht gesichert ist. Bitte glauben Sie mir, der Islamische Staat macht nicht vor den Grenzen Europas, vor den Grenzen Österreichs Halt. Deswegen brauchen wir Mut und ein einiges Volk und wir brauchen auch Einigkeit im Christentum und den Mut dazu, uns zu unserem Land, zu unserem Volk, unserem Glauben zu bekennen, liebe Freunde, liebe Kameraden. Vor wenigen Tagen haben wir den 205. Todestag eines großen Tirolers begangen, eines großen Österreichers begangen. Andreas Hofer war beseelt vom Willen zur Freiheit. Und er war bereit, dafür alles zu geben, nämlich auch sein Leben dafür zu geben. Die preußische Königin Luise hat einen Brief an eine Freundin über den Freiheitskampf der Tiroler Folgendes geschrieben. Welch ein Mann, dieser Andreas Hofer. Ein Bauer wird Feldherr. Und was für einer. Seine Waffe, ein Gebet. Sein Bundesgenosse, Gott. Und Bettina von Arnim schreibt im Briefverkehr mit Johann Wolfgang von Goethe, dem Hofer war ich nachgegangen, ein Beispiel von Unschuld und Heldentum, innerlich groß, ein heiliger deutscher Charakter. Meine Damen und Herren, wir müssen uns heute fragen, wenn wir Entscheidungen treffen, was hätte dieser heilige deutsche Charakter an unserer Stelle getan. Wie hätte er entschieden? Wäre er mutlos gewesen oder mutig? Wäre er gleichgültig gewesen? Wohl nicht. Und daher fragen wir uns, was ist unsere Aufgabe heute, um unsere Kultur zu bewahren, um unser Erbe zu bewahren, aber auch um die Zukunft zu gestalten und dieses Erbe in die Zukunft zu führen. Unsere Tradition, unsere Kultur und unser Brauchtum. Und ich kann das wiederholen, was vor einem Jahr an dieser Stelle gesagt worden ist. Die Trennung Südtirols durch eine Grenze vom Vaterland war Unrecht, ist Unrecht und wird immer Unrecht bleiben, solange diese Grenze besteht. Österreich Schutzmacht Südtirols. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker ist durch die Autonomie nicht enderledigt. Auf keinen Fall enderledigt. Das wird der Sandwirt heute wohl genauso sehen. Und die Menschen haben ein Recht auf Heimat. Und ich frage euch, wo ist eure Heimat? Die Heimat ist Südtirol und die Heimat ist Österreich. Eure Heimat ist Österreich. Das habe ich auch gesagt im Parlament. Es ist auch euer Parlament. Und wir werden im Abstand von 2 Jahren, haben wir vereinbart, einen Südtirol-Tag im Parlament abhalten, um diese engen Bande, die es zwischen uns gibt, weiter zu knüpfen, zu pflegen und zu heben, bis sich eines Tages, davon bin ich überzeugt, erlaubt, dieses Unrecht, das dem Land und das den Menschen in diesem Land angetan wurde, auch wieder getilgt werden kann. Im Geist von Andreas Hofer sage ich, wer nicht selbst die Zukunft in die Hand nimmt, wer nicht selbst die Zukunft gestaltet, dem wird sie gestaltet. Und ihr, die ihr diese Tradition in Ehren hochhält, euer Land, eure Zukunft ehrt, ihr gestaltet diese Zukunft.
für künftige Generationen. Österreich und Südtirol müssen darauf beharren, Unrecht bleibt Unrecht. Südtirol ist untrennbar mit dem Vaterland verbunden. Ich bin deswegen heute natürlich, so wie alle anderen meiner Landsleute, nicht nach Italien gekommen. Ich bin nach Südtirol gekommen, das aus unserer Sicht ein enger Teil unserer Heimat ist. Und daher sage ich, ich weiß, ich bin hier nicht derselben Meinung wie führende Politiker in Südtirol, aber auch einige Politiker in meinem Land. Ich bin für die doppelte Staatsbürgerschaft. Unbedingt für die doppelte Staatsbürgerschaft. Was glaubt ihr, würde heute Andreas Hofer sagen, wenn man ihm sagt, naja, es könnte Südtirol vielleicht schaden, wenn wir das einfordern. Es könnte irgendjemandem nicht gefallen. Ich glaube, das wäre dem Andreas Hofer herzlich egal. Wir brauchen diese doppelte Staatsbürgerschaft. Sie soll an jene verliehen werden, deren Vorfahren ihre österreichische Staatsbürgerschaft im Unrecht verloren haben. Und Sie müssen wissen, die doppelte Staatsbürgerschaft ist in Österreich etwas, das sehr häufig vorkommt. Wir haben eine Vizebürgermeisterin in Wien, Frau Vassilakou, sie ist Griechin, sie hat unsere Staatsbürgerschaft, die österreichische und die griechische. Wir haben zehntausende Türken in Österreich, die die türkische Staatsbürgerschaft haben und die österreichische, im Unrecht übrigens. Aber der Staat wehrt sich nicht dagegen. Wir brauchen daher diese doppelte Staatsbürgerschaft. Und ich sage euch, dass die Umfrage des Heimatbundes das widerspiegelt, was Stimmung in Österreich ist. 83% der Österreicher sind dafür, dass es diese doppelte Staatsbürgerschaft für unsere Landsleute aus Südtirol gibt. Wir brauchen daher Geduld und Durchhaltevermögen. Wir brauchen den Mut, der auch in der Predigt davor auch schon angesprochen worden ist. Wir sind nicht gegen Italien und gegen die Italiener. Das sind wir nicht, aber wir sind für Südtirol. Wir schätzen andere Staaten, Völker und Kulturen. Aber das eigene Volk, das lieben wir. Und das ist der große Unterschied. Goethe hat einmal gesagt, wer das Recht hat und Geduld, für den kommt auch die Zeit. Wir sind im Recht. Wir haben das Durchhaltevermögen und daher kommt für uns auch die Zeit, liebe Kameraden, liebe Freunde. Jetzt gilt es, Traditionen, Werte und Kultur zu pflegen. Mutlosigkeit und der Bequemlichkeit eine Abfuhr zu erteilen. Es gilt auch, faschistische Straßenbezeichnungen und Denkmäler nicht hinzunehmen. Es ist eine Schande, dass es diese Straßenbezeichnungen und diese Denkmäler im Heiligen Land Tirol gibt, meine Damen und Herren. Und wir müssen weiter dafür kämpfen, dass es Widerstandskämpfern ermöglicht wird, in die Heimat zurückzukehren und eine Begnadigung zu erreichen. Und da ist eine große Freude, dass eine Entscheidung getroffen worden ist, in Innsbruck eine Straße nach Louis Albert zu benennen. Das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Und ich bedanke mich beim Südtiroler Heimatbund und beim Andreas Hofer Bund Tirol für diese Arbeit, für diesen Kampf, für diesen Einsatz, dass das auch möglich geworden ist. Er war Opfer des Faschismus und der Meuchelmord an ihm ist bis heute ungesühnt. Bleiben wir daher dem Leitsatz treu. Wir gestalten unsere Zukunft selbst. Den Mutigen gehört das Glück. Liebe Freunde, Gott sei mit euch und mit dem Land Tirol. Alles Gute.